Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, heute mit einem super, super wichtigen Thema für mich. Und zwar hatte ich letzte Woche ein ganz tolles Telefonat mit der lieben Karin. Karin ist Mama von zwei Jungs und seit März ist sie selbstständig mit Herzensstark. Herzensstark hat sich daraus entwickelt, dass sie Mutterleicht-Trainerin ist. Das heißt, Mutterleicht ist dieses Konzept, mit dem sie arbeitet und woraus sie dann herzensstark entwickelt hat. Weil in dem Beruf, den sie vorher ausgeübt hat, in Teilzeit, hat ihr einfach das Helfen gefehlt. Die Zusammenarbeit mit den Menschen und Menschen helfen zu können. Und in diesem speziellen Fall, also in diesem Mutterleicht-Projekt, hilft sie Mamas. Und bei mir ist es ja so, das bekommt ihr hier durch YouTube natürlich super mit, dass ich eigentlich seit Sveas Geburt extremst ausgelastet bin, also auch teilweise wirklich super fertig bin, super erledigt bin. Und dieser Kurs, dieser Mutterleicht-Kurs, ist eigentlich genau das, was ich bräuchte und was wahrscheinlich jede Mama da draußen bräuchte. Wir haben uns unterhalten und wir haben gesagt, das wäre eigentlich so eine Präventivmaßnahme, dass schon Schwangere oder wo die Babys gerade ein paar Monate alt sind, das schon machen sollten, um nicht in diesen Kreislauf, in den ich so geraten bin, überhaupt reinzukommen, sondern von vornherein einfach viel ruhiger, entspannter, viel bewusster mit dieser neuen Rolle des Mama-Seins umgehen zu können. Und das hat mich wirklich auch sehr betroffen gemacht, dass wirklich so, so viele Mamas davon betroffen sind, dass das Muttersein irgendwo eine Last geworden ist, eine Belastung für einen selber geworden ist. Und dieser Begriff Mutterleicht ist eigentlich so schön, weil man sagt ja immer, ach, das ist kinderleicht. Und es wäre doch so, so schön, wenn das Mama-Sein einfach auch mutterleicht wäre. Und diese Mutterleicht-Workshops, die Karin gibt, das findet ihr alles auch nochmal auf ihrer Seite Herzensstark. Ich verlinke euch das alles unten in der Infobox. Gibt sie ja diese Mutterleicht-Workshops, gibt sie im Raum München, um Mamas einfach zu unterstützen, wieder bei sich anzukommen und um das Ganze gelassener angehen zu können und das Muttersein auch mal wieder wirklich genießen zu können. Sie möchte den Mamas halt einfach dabei helfen, den Alltag wieder leichter nehmen zu können, den Alltag zu erleichtern, sich auch mal so Auszeitinseln zu schaffen, wie sie das genannt hat. Das fällt mir persönlich ja auch super, super, super schwer. Das ist so eins meiner wichtigsten Themen, an denen ich persönlich zum Beispiel auch gerade arbeite. Und wenn man sich diese Auszeitinseln nimmt, ist man aber beruflich und privat viel, viel entspannter, viel, viel ruhiger. Und man sagt ja immer, wenn du selber gut für dich sorgst, dann kannst du auch erst gut für andere sorgen. Und für mich ist halt auch immer ganz schwierig, was bestimmt bei vielen so ist, so dieser Gedanke, ich darf mir diese Zeit nehmen. Also ich habe das Recht dazu, das ist sogar eigentlich eine Pflicht, dass ich mir diese Zeit für mich selbst nehme. Und durch Karin bin ich auf das Spürbuch gestoßen, mit dem ich auch gerade seit ein paar Tagen arbeite, was ich euch jetzt schon jedem ans Herz legen kann. In 10 Schritten zu einem mutterleichten Leben. Das ist quasi, könnte man sagen, so das Arbeitsbuch zu diesen mutterleichten Workshops. Aber es ist nicht nur ein Arbeits- und Lesebuch, sondern es zwingt dich quasi dazu, dich wirklich hinzusetzen, dir mal Zeit für dich zu nehmen und das bewusst zu erleben, weil du musst dir ganz, ganz viele Fragen stellen, du musst über viele Dinge nachdenken. Du musst auch mal deine Ziele und Träume und Wünsche formulieren. Du darfst aber auch einfach mal sitzen und einfach mal tief durchatmen. Und es werden halt unglaublich viele Tipps einfach auch für den Alltag gegeben. Was ich halt super interessant war, ist dieser, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt hat, ich nenne es jetzt einfach mal für mich Ruheort, der halt in dir drin ist und das sieht für jeden anders aus und den du wirklich in jeder Lage aufrufen kannst. Also das habe ich jetzt die letzten Tage auch gemacht, wo es halt so extrem stressig mit den Kindern war, dass ich mich hingestellt habe, die Augen geschlossen habe, tief durchgeatmet habe und mich an diesen Ort, der halt für jeden anders aussieht, anders ist, hingedacht habe. Und dadurch einfach ruhiger geworden bin und das Ganze wieder ein bisschen gelassener angehen konnte. Sie formuliert das so, das finde ich ganz toll, dass das Spürbuch eine Einladung dazu ist, das Leben deiner Träume auch wirklich zu gestalten und zu leben.
Das Ganze ist in 10 Schritten aufgebaut. Die 10 Schritte würde ich euch auch gerne mal vorlesen wollen. Und zwar, man fängt damit an. Erstens, gib dir selbst Raum für dich und deine Bedürfnisse. Also einfach auch mal einzugestehen, dass man natürlich auch Bedürfnisse hat und dass die Raum und Zeit brauchen. Zweitens, spüre dich durch dein Leben. Das ist ja etwas, was ich jetzt schon seit mehreren Monaten mache, intensiv, was bei mir Ausdruck in der Meditation einfach findet, also dass ich mich im Inneren spüren möchte, also nicht nur im Außen leben möchte, sondern wirklich im Inneren sein möchte und so ein bisschen gelassener dadurch werden möchte. Drittens, erforsche und realisiere deine Wünsche und Sehnsüchte. Das ist auch erstmal etwas, man muss sich dem auch erstmal bewusst machen. Was möchte ich denn eigentlich gern? Und dann wirklich fernab von diesem Aber. Also wirklich auch mal rumspinnen, was sich völlig unrealistisch anhört, aber einfach erstmal aufschreiben, sich dem bewusst machen, was man sich wirklich wünscht und wonach man sich sehnt. Und da ist es auch völlig egal, ob das irgendjemanden verletzen könnte. Das ist ja nur deins. Das liest doch niemand, wenn du es nicht möchtest. Und dann schreib doch einfach alles rein, was du denkst. Viertens, entdecke deine innere Kraftquelle und aktiviere deine inneren Ressourcen. Das war das, was ich zum Beispiel gestern gemacht habe. An dem Punkt war ich gestern in dem Buch, was ich euch gerade erzählt habe. Dieser Ort, der in einem ist, wo man sich dann mal ganz kurz Kraft wiederholen kann. Fünftens, erfahre dich in all deinen Rollen. Daran arbeite ich gerade und daran werden wir auch gleich zusammenarbeiten. Den Teil möchte ich nämlich mit euch zusammen hier in dem Video machen. Sechstens, befreie dich von Ballast. Das wird auch sicherlich nochmal mega interessant werden. Siebtens, entfalte dein ganzes Potenzial, weil in uns Mamas steckt so, so, so viel mehr meistens. Wir untergraben, unterbuttern das einfach, weil wir haben ja keine Zeit und wir haben ja die Kinder und wir müssen einen sicheren Job machen und nicht irgendwas, was uns vielleicht Spaß macht und was uns unserem ganzen Potenzial näher bringen würde. Achtens, entwickle Klarheit in deiner Kommunikation. Das ist zum Beispiel auch etwas, weiß ich selber, dass ich in meiner Kommunikation, ganz besonders mit Manu, einfach nicht klar bin. Dass ich nie klar sage, das will ich, das brauche ich. Also wirklich da auch klar, weil man ist dann so, man möchte den anderen ja nicht auch noch zusätzlich belasten und so, aber man ist halt Eltern, ne? Also ich bin ja nicht Alleinerziehende, wir sind ja gleichberechtigte Elternteile und das muss ich mir wirklich, daran muss ich wirklich arbeiten, wirklich auszusprechen, das möchte ich, das brauche ich. Dann hat man neuntens, besinne dich auf das, was wirklich wichtig ist. Und zehntens, liebe bzw. lebe dich und den Moment. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also es ist auch super, super süß gestaltet. Das macht auch unglaublich Spaß, damit zu arbeiten und darin zu blättern. Und ich nehme dann wirklich ganz bewusst meistens mittags die Zeit, außer heute, wenn ich Videos drehe, ganz bewusst auch mittags die Zeit, und lese halt und nehme das in mich auf und mache mir meine eigenen Gedanken und schreibe das alles auf. Also ich kann euch das wirklich so als Einstieg auch einfach mal empfehlen, sich mit sich selbst einfach zu beschäftigen, sich klar darüber zu werden, was will ich denn wirklich? Ich sitze dann manchmal auch da und denke mir so, okay, du könntest Manu heute bitten, dass er eine Stunde die Kinder nimmt und du was machen kannst, einfach nur für dich. Und dann sitze ich so da und denke, ja, und was mache ich dann in der Stunde? Und ich habe mich wirklich hingesetzt und habe mir das aufgeschrieben. Ich habe mir eine Liste gemacht, was ich machen kann, wenn ich freie Zeit habe. Und das habe ich eingeteilt in Aktivitäten, die kein Geld kosten und in Aktivitäten, die Geld kosten, weil es ja dann auch immer so eine Frage, hat man gerade das Geld über oder nicht. Aber es gibt auch immer Dinge, die man tun kann, die einem gut tun, die man alleine machen kann. Und die kein Geld kosten und ist auch noch so ein bisschen aufgeteilt in Dinge, wo man halt irgendwo hin muss oder aber auch Sachen, die man halt zu Hause in seinen 4 Wänden machen kann. Und das war für mich ganz wichtig, erstmal bewusst zu werden, okay, wenn ich freie Zeit hätte, was wollte ich denn dann eigentlich gerne machen? Und ist eigentlich verrückt, ne? Aber es ist wirklich so und das hat mir unglaublich geholfen und ich bin super, super glücklich, dass ich das Spürbuch habe. Und wenn es mal einen Mutterleicht-Workshop bei mir hier in der Nähe gibt, oder ich mal irgendwie günstigerweise in München bin, wo in dem Raum, wo Karin halt ihre Workshops hält, würde ich super gerne mal so einen Workshop auch mitmachen. So als Ergänzung einfach nochmal zu dem Buch. Ich glaube, da hat man nochmal so einen ganz anderen Drive einfach, wenn man da mit nochmal ganz vielen anderen Mamas dabei sitzt. Ne? Die haben alle dieselben Probleme wie du und da kann man sich darüber austauschen. Das finde ich super, super schön.
Und das Schöne bei diesem Mutterleichtprinzip ist auch, dass völlig egal ist, wie alt deine Kinder sind. Also egal, ob du schwanger bist und dir das Mama-Sein vielleicht erst bevorsteht, wenn deine Kinder so alt sind wie meine, ne, also wirklich noch Kleinkinder sind, oder aber wenn deine Kinder schon 16, 17 sind und es bevorsteht, dass sie irgendwie bald das Haus verlassen, weil das kann auch nochmal so ein richtiger Tiefpunkt sein, wenn dann dieses Mama-Sein, was so 90% deines Alltags ausmacht, einfach mal wegfällt und dann vielleicht nur noch zu 20% besteht, um sich darauf auch in Ruhe vorzubereiten, was ich dann mit dieser Zeit mache, die da plötzlich da ist und dieser Raum, der dann da ist, was ich damit anfange, um halt nicht in dieses Loch zu fallen. Das ist wirklich für jede Mama geeignet. Bürbuch auf. So, hier, erfahre dich in deinen Rollen. Wenn alle Rollen in Balance gelebt werden, fühlen wir uns frei und gleichzeitig geborgen. Und als Frau hat man ja sehr, sehr viele Rollen. Das hier ist das Mutterleicht-Rollenmodell. Das lese ich euch mal kurz vor. In der Mitte, also aufgebaut wie eine Blume, in der Mitte ist man selbst. Und dies ist der Teil, den man ja als Mama vergisst. Ich vergesse den sehr, 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 sehr oft. Und ich selbst, das sind meine eigenen Bedürfnisse, Herzenswünsche und Ziele. Ich-Zeit, mir selbst treu sein, mein Selbstausdruck, meine Spiritualität, meine Träume leben. Ganz oben hat man dann Mutter sein, was bei uns ja den größten Prozentsatz ausmacht. Eltern und Familie sein, bewusst Verantwortung übernehmen und abgeben, liebevoll führen, da sein, versorgen, geben, unterstützen, Vorbild sein, Geborgenheit schenken. Hier drüben hat man dann mein Umfeld, Beziehung zu Freunden, Nachbarn, Kollegen und materielles Umfeld, Hobby, Ehrenamt, Vereinsleben, Verwandte, Umgebung, Natur, Netzwerke. Hier unten hat man den Teil erfüllender Erfolg, Berufung und Talente leben, Wertschätzung, Anerkennung, Selbstbestimmung, Wachstum, Flow, Potenzialentfaltung, Kreativität, finanzielle Freiheit. Und der letzte Punkt, der bei mir auch super, super zu kurz kommt, ist der Teil hier und das ist Frau sein. Beziehung, Leben, Liebe und Partnerschaft. Weiblichkeit, Emotionalität, Leidenschaft, Lieben, Flirten, weibliche Intuition und Gleichwertigkeit. Das Mutterleicht-Rollenmodell bildet die Basis für ein liebe- und respektvolles Miteinander. Wie du siehst, bildest du selbst mit deinen seelischen und körperlichen Bedürfnissen das Zentrum des Rollenmodells. Das Zentrum strahlt in alle anderen Bereiche. Fühlst du dich wohl und bist in deiner Kraft, dann werden auch die anderen Rollen positiv davon beeinflusst. Deshalb ist es so wichtig, dass du gut für dich sorgst. Genau. Wir sind halt in der Mitte und das strahlt halt in alle anderen Bereiche aus. Und andererseits, wenn die anderen Bereiche auch gut ausgefüllt sind, dann geben sie auch diesem Ich auch wieder Kraft. Und im nächsten Schritt, das habe ich schon vorbereitet, sollte man aufschreiben, was brauche ich unabhängig von anderen, um mich wohlzufühlen. Und da habe ich halt alles Mögliche so notiert, was ich so für mich einfach brauche. Also auch wieder dieser Punkt, sich dem auch einfach erstmal bewusst zu werden. Was brauche ich denn wirklich eigentlich? Und jetzt machen wir mal wirklich diese Übung hier. Entdecke dein Rollenmodell. Nimm dir jetzt einen Moment Zeit und male dein Rollenmodell intuitiv und ganz nach deinem Gefühl. Und da habe ich mal was vorbereitet. Die liebe Karin hat mir nämlich diese Vorlage hier zugeschickt. Das ist quasi die Blume. Und da werde ich jetzt mal beginnen, in Prozent auszufüllen, wie viel ich denke, wie viel das jeweils einnimmt. Ja, also ich gehe halt von 100% aus und verteile die jetzt auf diese 5 Bereiche. Und ich bin gleich selber gespannt, wie viel ich hier an Prozenten an die jeweilige Spalte verteilen werde. So, ich habe mich für folgende Aufteilung entschieden. Ich bin wie folgt da dran gegangen. Ich wusste, Muttersein macht den höchsten Prozentsatz aus. Also bin ich erstmal an die anderen Spalten gegangen und habe überlegt, wie viel Prozent machen die denn für mich aus? Und ich fange mal beim Frausein an und da habe ich mir echt nur 5% gegeben.
Beim erfüllenden Erfolg habe ich mir 20% gegeben. Das ist meine zweitgrößte Kategorie, weil ich da auch gerade einfach am meisten dran arbeite. Beim Umfeld habe ich mir 15% gegeben, weil ich schon darauf achte, dass ich, wenn ich mich schon nicht mit mir selbst beschäftige, dann doch oft mit Freunden zusammen bin, was auch logischerweise so ein, ja, das hängt einfach logisch miteinander zusammen. Man ist mit Freunden zusammen, die auch Kinder haben, damit die Kinder wieder miteinander spielen, damit man auch mal Kontakt einfach zu Erwachsenen hat, das ist mir ganz wichtig. Dann habe ich mir für ich selbst auch nur 10% gegeben und das Muttersein hat dann die restlichen Prozente bekommen und das ist dann 50%. Also wenn man sich überlegt, man hat 5 Rollen und 50% davon nimmt schon das Muttersein ein, ist das schon ganz schön krass. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Man soll jetzt einfach mal wahrnehmen, was man daraus jetzt, was man da empfindet oder was man für Gedanken dabei hat. Ich finde es ganz schlimm, dass Frausein nur 5% hat und dass auch ich selbst nur 10% hat. Ich bin ganz zufrieden damit, dass erfüllender Erfolg schon 20% sind und auch Umfeld mit 15% finde ich okay. So aus dem Gefühl heraus hätte ich mir bei Muttersein eigentlich sofort 80% gegeben. Aber wenn man das ja auf 5 aufteilen muss, ist das schwer möglich. Eigentlich möchte ich gern, dass bei allen 20% steht, ne? Dass total ausgeglichen ist. Wird aber nie funktionieren. Muttersein wird immer die höchste Prozentzahl haben. Muttersein und dann als nächstes erfüllender Erfolg finde ich eigentlich ganz gut, dass es so ist. Auch, dass mein Umfeld noch recht gut ausgeprägt ist. Aber ich möchte gern bei Muttersein noch ein bisschen was abknapsen und dafür bei Frau sein und ich selbst sein unbedingt noch was reinstopfen. Also da muss ich unbedingt an mir arbeiten. Hier steht jetzt als Aufgabe im Spürbuch, überlege dir, wie du eine gesunde Struktur für dich herstellen kannst, in der alle Bereiche deines Lebens Raum haben. Definiere den Raum für dich. Und das finde ich super, super schwierig zu überlegen, wie man das jetzt unter einen Hut bekommt, damit das halt einfach ausgeglichener ist. Jetzt in der Elternzeit ist es einfach schwierig. Da bin ich halt einfach, da ist mein Job einfach ja auch Mama sein. Ich glaube, vieles wird sich verändern, wenn Svea im Kindergarten ist. Also Mitte August mache ich mit ihr die Eingewöhnung. Das heißt, ab September ist sie dann ein Kindergartenkind. Und ich glaube, da wird sich ganz, 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 ganz viel ändern. Bei mir persönlich. Also ich glaube, dann wird nochmal erfüllender Erfolg nochmal einen größeren Prozentsatz bekommen. Auch ich selbst wird nochmal einen viel, viel größeren Prozentsatz bekommen. Wie ich das allerdings beim Frausein mache, weiß ich noch nicht so genau, ehrlich gesagt. Also für mich ist so diese Idealvorstellung ist für mich einfach, dass ich von früh um 6 bis früh um 8 bin ich Mama. Zu 100%. Und von um 8 bis um 12 teile ich das so auf zwischen erfüllender Erfolg und ich selbst, weil das steht für mich in einem ganz, ganz engen Zusammenhang. Dann würde ich so über den Mittag wirklich nochmal so 100% ich selbst. Und der Nachmittag ist dann so aufgeteilt zwischen wieder Muttersein und Umfeld. Und dann die Abendstunden ist nochmal so vor dem Zubettgehen der Kinder 100% Muttersein, dass man sich halt auch wirklich auf eine Sache konzentrieren kann. Das ist halt auch so mein Problem, dass ich vieles gleichzeitig mache. Also ich bin Mama und Putzfrau und Organisatorin und das alles in einer Minute gerade zum Beispiel, dass ich das halt wirklich ein bisschen besser strukturieren kann und dass ich dann zum Abend hin mir das aufteile, entweder ich selbst, bestimmt auch noch ein bisschen erfüllender Erfolg, aber woran ich unbedingt arbeiten muss, ist Frau sein, halt in diesen Abendstunden oder am Wochenende Frau sein. Und natürlich kann man dieses Rollmodell immer mal wieder machen, also ich weiß jetzt, so und so sieht das jetzt aus. Ich könnte mir da jetzt ein Datum hinschreiben und dann kann ich das zum Beispiel Ende September nochmal machen. Kann gucken, wie hat sich das denn jetzt verändert? Habe ich denn wirklich daran gearbeitet und habe ich es verändert? Kann mir in der neuen Farbe nochmal die Prozentzahlen hinschreiben, wieder das Datum hin. Und so kann ich immer gucken, okay, in dem und dem Bereich hat sich es verbessert, vielleicht hat sich es da verschlechtert, in dem Bereich muss ich unbedingt was tun, einfach so mal gucken. Im Moment erschüttert mich gerade so diese 5% beim Frausein. Das erschüttert mich gerade wirklich sehr, weil das ist bei mir was noch weiter in den Hintergrund gerückt ist, als das ich selbst. Ist vielleicht ein bisschen, bei den meisten wird wahrscheinlich, dass ich selbst die wenigsten Prozentzahl haben. Bei mir ist es halt,
dieses Frausein einfach. Und das erschüttert mich doch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist auch gut so, sich wirklich damit mal auseinanderzusetzen. Das habe ich ja vorher so an sich nicht gemacht. Ich wusste, dass ich selbst zwar zu kurz komme, aber sich dem mal wirklich bewusst zu werden und das auch wirklich vor sich zu sehen, nicht nur so gedanklich, sondern das wirklich mal schwarz auf weiß zu haben und da auch in Abständen wirklich immer mal wieder drauf zu gucken und sich selbst das einfach auch mal einzugestehen. Und schön ist dann nochmal hier ein Spruch, den ich euch gerne vorlesen möchte. Du darfst alles sein und so leben, wie du es dir wünschst. Ist das nicht schön? Ja, eigentlich ist es so, weil es ist mein Leben. Und nur ich bin dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin und dass mein Leben so verläuft, wie ich das möchte. Natürlich gibt es da noch einen Mann und es gibt zwei Kinder. Aber die bestimmen nicht über mein Leben, sondern ich bestimme allein darüber, wie ich das Leben mit diesen drei Menschen an meiner Seite gestalte. Ja, und das war der Punkt, erfahre dich selbst in deinen Rollen. Wenn ihr Lust habt, kann ich das wirklich nochmal so machen, dass ich das Ende September das Rollenmodell nochmal raushole und wirklich nochmal ganz offen und ehrlich sage, okay, da habe ich was verändert, da habe ich nichts verändert und dann auch mal mit konkreten Zielen. Das ist nämlich hier noch so ein Punkt, aber den möchte ich gerne in Ruhe machen, dass man jetzt auch wirklich mal konkret wird und sagt, okay, ich möchte das und das tun, damit sich halt das verbessert, damit da mehr Prozente zum Beispiel, kommen, dass ich da mehr Prozente eintragen kann. Wenn ihr da also Lust auf ein Update habt, dann schreibt mir das jetzt super gerne in die Kommentare, dann würde ich das dann zum Herbst hin gerne nochmal machen. Ansonsten kann ich euch wirklich nur nochmal ans Herz legen, schaut euch die Seite von Karin an, herzensstark, vor allen Dingen, wenn ihr aus dem Raum München kommt, aber natürlich auch sonst gerne. Schaut auch mal auf Mutterleicht vorbei, das verlinke ich euch auch unten, genauso wie ich euch das Spürbuch unten verlinke, das kann ich wirklich jedem von euch nur ans Herz legen, sich wirklich mal dahin zu setzen in Ruhe. Ist auch völlig egal, in welcher Geschwindigkeit ihr das macht. Also ich habe, glaube ich, in den ersten drei Tagen die ersten 4 Schritte abgearbeitet, dann hatte ich mal wieder keine Zeit und keine Ruhe und konnte nichts machen und dann mache ich halt einfach wieder weiter, so wie es passt, weil man das wirklich in Ruhe machen muss. Nicht, wenn da noch irgendwie zwei Kinder um dich drum rumrennen oder der Fernseher abends läuft oder so. Also man möchte es wirklich in Ruhe machen. Also das kann ich schon mal wirklich jedem empfehlen, um sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Aber auch diese Workshops sind natürlich klasse, weil da hast du noch viel, viel mehr Input, viel, viel mehr Motivation. Du hast diese anderen Frauen, die einfach dasselbe erleben wie du. Und ich glaube, das ist super, super schön. Deswegen ist es absolut ein Ziel von mir, so einen Workshop auf jeden Fall nochmal mitzumachen. Das Programm kann ich euch echt nur empfehlen und Karin war super, super sympathisch und auch ihre Ansätze finde ich super wichtig. Sie sagte auch, dieses Mutterleicht, das ist nicht nur was für Mütter mit Kindern, sondern auch für Frauen, die sich um ihre Angehörigen kümmern müssen, die zum Beispiel einen Pflegefall zu Hause haben, um den sich kümmern müssen, weil da hast du ja genau dasselbe Problem, da ist dann die ganzen Teile wie ich selbst und Frau sein und so, dass das ganz doll dann stagniert natürlich. Und ich fand auch ihren Ansatz wunderbar, dass sie sagt, es sollte eigentlich eine Präventivmaßnahme sein, dass jede Frau das gleich zu Beginn ihrer Mutterschaft macht, um gar nicht erst da hineinzufallen, wo ich halt vor ein paar Monaten war und wo ich auch noch nicht so ganz raus bin, dass ich mich einfach nur noch überfordert fühle, dass ich oft unglücklich bin, dass ich die Kinder eher als Ballast ansehe, als Freude in meinem Leben. Und deswegen bin ich auch noch sehr gespannt, was die restlichen Schritte in diesem Spürbuch sind, was ich da tun werde, was ich über mich selbst lernen werde, was ich entdecken werde und wohin mich das Ganze führen wird. Auch da, wenn euch das nochmal interessiert, wenn ich dann das Spürbuch wirklich fertig durchgearbeitet habe, das hört sich immer so an, als wäre das eine Aufgabe, eigentlich ist es aber eine Freude, es macht wirklich Spaß, vor allen Dingen, weil es so schön gestaltet ist, dass ich da dann auch nochmal so ein Feedback am Ende nochmal gebe, dass ich da nochmal ein Video drüber drehe, was hat sich vielleicht in der Zeit schon verändert oder was sind jetzt konkrete Punkte, was ich tun möchte, weil das ist auch Ziel des Spürbuches, dass man dann auch konkret Dinge formulieren muss und auch einen Zeitraum dazu schreiben muss, in dem man das abarbeitet, dass sich auch wirklich was verändert. Also dass man von diesem, okay, ich bin mir jetzt bewusst geworden, was schief läuft vielleicht oder was ich möchte, dann auch wirklich ins Handeln kommt, weil das ist ja dann erst das, was dich wirklich auch dazu führt, dass du ein besseres Leben hast, eben wenn du erst ins Handeln kommst. Ich hoffe, dieses etwas andere Video hat euch trotzdem sehr gefallen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Ich freue mich sehr, wenn ihr auf die Facebook-Seite von Karin geht und ihr dort einen lieben Gruß von mir hinterlasst, wenn ihr unter einem Beitrag von ihr schreibt, dass ihr von meinem Kanal kommt. Das würde mich super freuen. Ich schaue da auch dann gerne nach, wer da alles sich meldet. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.